geringe Wahlbeteiligung, das sieht nicht gut aus. Das ist schade, das ist schon mal sehr schade. Wie geht eigentlich direkte Demokratie? Das wolltet ihr von uns wissen und deswegen sind wir heute bei einem Bürgerentscheid. Der Gemeinderat will die 3 Grundschulen im Ort dicht machen und eine Megaschule draus machen. Und die Eltern sagen, wir glauben nicht, dass das gut für unsere Kinder ist. Und deswegen zetteln wir einen Bürgerentscheid an. Kein Mensch hätte gedacht, dass sie das tatsächlich schaffen. Aber tatsächlich hat das Ganze geklappt und heute findet dieser Bürgerentscheid statt. Also momentan werden in ganz Deutschland Grundschulen geschlossen aus überwiegend betriebswirtschaftlichen Gründen. Viele wachen da jetzt langsam auf, dass die merken, dass wenn die Grundschulen geschlossen werden, dass da das mehr oder weniger das Todesurteil für diesen Ortsteil ist oder auch für diesen Ort. Wie viele Leute dürfen wir heute mit abstimmen? Heute dürfen über 12.000 Bürger abstimmen. Und diese 12.000 Leute, die habt ihr 4 sozusagen dazu gebracht? Also wir sind, sagen wir schon, die Hauptakteure. Und es hoffen wir halt natürlich auch, dass möglichst viele von diesen 12.000 Wahlberechtigten auch wirklich zum Wählen gehen. Das ist schon noch ein bisschen eventuell der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte. Weil es nämlich wie bei allen Bürgerentscheiden eigentlich ein Quorum gibt. Das heißt, es gibt eine bestimmte Quote, die erfüllt sein muss. Wie hoch ist dieses Quorum? 20% und das wären ca. 2.500 Stimmen. Also erstmal brauchen wir eine Mehrheit, das ist klar. Wenn wir keine Mehrheit kriegen, dann ist der Gemeinderatsbeschluss nach wie vor. Und wenn diese Mehrheit nicht mindestens 2.500 plus ein paar zerquetschte ist, dann ist es leider, wie Sie sagen, auch, ich sage mal in Anführungszeichen, naja, war es umsonst, war es nicht. Aber wir wissen dann, die meisten Freiwerke interessiert es vielleicht doch nicht. Wie man sich vorstellen kann, macht man sich mit so einem Bürgerentscheid nicht unbedingt nur Freunde. Klar, wir sind natürlich in jeglicher Hinsicht angefeindet worden von den verschiedenen Stadträten und Fraktionen. Was wurde euch da genau vorgeworfen? Also vorgeworfen wurde zum Beispiel Schlammschlacht, dann Hobbyarchitekt, dann, dass wir einfach die ganze Fakten verdrehen. Also überhaupt viel zu kompliziert sei, so ein Thema als Bürgerentscheid zu präsentieren, dem Bürger. Der Bürger sei damit überfordert, er würde das nicht blicken. Also ihr als Bürger versucht euch demokratisch einzusetzen und was ihr zurückgespiegelt bekommt ist, für euch ist das doch eigentlich alles viel zu kompliziert. Genau. Jetzt wird's spannend. Wie haben sich denn die Freiberger entschieden? Das wird jetzt gleich hier im Rathaus hinter mir verkündet. Und wie ist die Stimmung jetzt? Sehr aufgeregt, spannend. Was passiert, wenn ihr die Wahl gewinnt? Gibt's eine fette Party? Ja, definitiv. Aber nicht heute. Aber nicht heute. Mit Familie. Mit Familie und alle Leidtragende, wo die ganze Situation miterlebt haben. Die Zeit war nicht gegeben für die Familie, sondern man hat einfach immer zusammengesessen und getextet und Berichte geschrieben und ja. Und wie fühlen Sie sich? Ja, auch ein bisschen schwach. Schwach. Schwammig. Knie sind ein bisschen schwammig. Ich habe auch meinen Glücksbringer dabei. Ah, das ist dein Glücksbringer. Also geringe Wahlbeteiligung, das sieht nicht gut aus, wie das so sieht ist. Sieht nicht gut aus. Ja. Das ist schade, das ist schon mal sehr schade. Also es sieht knapp aus wegen des Quorums. Genau, es wird dann sehr knapp werden wegen des Quorums. Und wenn wir dann sogar nicht mal eine Mehrheit haben, dann ist es eindeutig. Dann brauchen wir uns ja auch keine Sorgen machen. Ne? Dann ist das Ergebnis gegen uns, ja. Dieser Mann, den ihr da seht, das ist der Bürgermeister. Und jetzt wird's spannend und jetzt kommt das Ergebnis. Von den gültigen Stimmen entschieden auf Ja 3069, auf Nein 1823. Und die gestellte Frage ist in dem Sinne entschieden, indem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 20% der Stimmberechtigten beträgt. Und es wären 2556 Stimmen gewesen. Damit entfiel die Mehrheit der gültigen Stimmen auf Ja und die Zahl der gültigen Ja-Stimmen beträgt damit mindestens 20% der Stimmberechtigten. Es ist demnach ein bindender Bürgerentscheid zustande gekommen. Sie haben es geschafft. Ich glaube, so ganz hatte die Initiative gar nicht mehr damit gerechnet. Erleichtert.
Ja, anders kann ich es gar nicht sagen. Sogar ein bisschen überrascht. Und du? Dein Glücksbringer musst du nicht wegschmeißen. Ich bin sowas von erleichtert. Jetzt weiß man okay, für was, dass man das die letzten Jahre oder das letzte halbe Jahr gekämpft hat. Also nur glückliche Gesichter, zumindest auf dieser Seite des Raumes. Da drüben sehen die Leute etwas, nicht ganz so gut gelaunt aus. Wir machen einen Film über direkte Demokratie. Ja. Wie bewerten Sie denn das Ergebnis? Ja, die Bürger haben entschieden und insoweit ist das, was zählt letztendlich. Ne? Hätten Sie mit diesem Ergebnis gerechnet? Als klar war, dass es zu einem Bürgerentscheid kommen wird, wusste ich schon, dass die Bürgerinitiative sicherlich sehr viele Menschen mobilisieren kann. Klar ist auch, dass ich mir etwas anderes gewünscht hätte. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger müssen einfach auch noch lernen, mit diesem Instrument umzugehen, dass man einfach auch manchmal über den Tag hinaus denken muss. Also heißt das, die Bürger haben Ihrer Meinung nach zu kurz gedacht? Nein, die Gründe, warum Bürger jetzt so entschieden haben, die sind ganz unterschiedlich. Auch da, nur wenn ich einfach jetzt nicht nur unseren Bürgerentscheid hier in Freiburg am Neckar sehe, sondern auch vergleiche mit vielen anderen, dann ist halt einfach, sage ich mal, so, dass man eher das so wahrnimmt, dass die Bürgerschaft denkt, sie hat jetzt ein Instrument, um etwas verhindern zu können. Viele Deutsche wünschen sich ja auch einen Bürgerentscheid auf Bundesebene. Was halten Sie denn davon? Also dort sind die Fragestellungen, glaube ich, noch komplexer und dem würde ich eine klare Absage erteilen wollen. In Deutschland gibt es immer mehr Bürgerentscheide und Volksentscheide und ich habe heute verstanden, warum. Weil die Leute nämlich keine Lust mehr darauf haben, dass irgendwelche anderen Leute irgendwo ganz weit oben etwas entscheiden, was einen direkten Einfluss auf ihr Leben hat. Unser Thema ist ja, was ist los mit dir, Deutschland? Und diese Frage würde ich jetzt einfach mal euch stellen. Man sieht es jetzt an unserem Beispiel, der Bürger lässt sich nicht alles gefallen. Klar ist es dann bei den Politikern, stößt es vielleicht sauer auf, aber das ist halt nur mal das 21. Jahrhundert und das ist gelebte Demokratie und das ist auch gut so, oder?